Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zu einem neuen React mit Dragomir und Salome. Hi. Hallöchen. Bitte nicht überrascht sein, die gute Salome ist schon wieder krank. Also nein, immer noch. Oder immer noch, das geht nicht wirklich weg. So mehr oder weniger, es wird mal schwächer, es wird mal stärker. Ja. Also da nicht wundern über etwaige komische Geräusche. Genau. Das kann so passieren, oh ja. So, heute gibt's mal wieder eine Runde Dead Space von Siras Best of, das Nemasuk gemacht hat. Und ich würde sagen, ich wünsche uns allen viel Spaß und wir starten direkt. Let's go. Let's go. Was wird das Beste? Oh. So, Kinderlein. Ist die Kerme auch am richtigen Fleck? Ja, ist so. Tja. Das war schon gut. War gut, ja. Die Zentrifuge ist wieder online. Ach. Müssen wir jetzt nur noch die Triebwerke starten. Ei. Ja. Ach ja, dann. Ich will ja nicht meckern. Nicht gut! Nein! Warum zum Geier ist das denn so weit weg? Genau, der falsche Weg ist. Aber wie verdammt fucking unfair ist das denn jetzt? Dass man jetzt gezwungen wird, auf die andere Seite zu gehen. Boah! Ganz ehrlich, das ist dreckig. So, ist hier irgendwas mit Sauerstoff? Nein, danke schön für nix. Ach, geh mir aus dem Weg, du Mistvieh. Ich hab keine Zeit. So ein Audiolog. Ja, ich muss sagen, da war ich echt angepisst. Dabei ist das voll cool eigentlich. So richtig cooler Gag. Ja, so ein richtiger Troll. Man ist gewohnt, einfach die ganze Zeit nach rechts zu laufen beim Originalspiel. Und hier macht man halt einfach mal links rum. Ich will gar nicht wissen, wie viele in die andere Richtung gerannt sind. Aus Gewohnheit. Genau. Ich will es gar nicht wissen. Zumal Salome auch erst in die falsche Richtung gelaufen ist. Die Zentrifugentode. Ja, da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Das war echt ein geiler Move. Ich habe mich tierisch drüber aufgeregt, aber es war trotzdem ein geiler Move. Ja. Komm mal, was trinken. Ah, hat mal wieder nicht richtig funktioniert. Du sollst mich nicht erschrecken. Ich habe immer diese Lachschrecker. Ja. Der hat gerade geflucht. Fuck! Wie bei mir, wenn ich die Strecke. Ja. Oh, ist immer schön, wie man die Kisten mit stasiert. Ah! Die sind einfach mega unauffällig, diese Kackbratzen. Sira erschreckt sich nur mit dem Mund. Die Augen bleiben, wie sie sind. Ja, ich habe immer dieses Gelache, wenn ich mich erschrecke. Ich kann das noch nicht mal gezielt machen, das kommt einfach. Ja, wenn man sie erschreckt, erschreckt man sich. Das macht man nicht gezielt. Wie oft habe ich schon probiert, das mal so gezielt ein bisschen nachzumachen? Das funktioniert einfach nicht. Ganze knicken. Da würde ich auch noch mal 20 Euro für bezahlen, oder? Der stand auf einmal auch einfach nur da. Ja, das lasse ich einfach mal so stehen. Ich liebe Ragdoll. Wow. Ah, wo ich so dick vorbereitet hatte. Und was einfach mal nichts gebracht hat. Da steht einfach neben mir. Meine Vorbereitung war für den Arsch. Oh, ich hab dem gerade was abgerissen, glaube ich. Nehm mal die andere. Guck mich nicht an! Ich bin doch so empfindlich!
Oh, ich muss nach oben. Ich muss nach oben dafür. Ach, hier. Oh. Das habe ich übersehen. Oh, was ist das? Ein Schema. Ja, ja, mach doch schon. Alter. Das sieht mal echt cool aus. Aber ich frage mich, warum das alles so offen ist. Man, wo ist hier die Sicherheit? Du kannst da überall irgendwo reingeraten. Und das tut mit Sicherheit übelst weh. Nee, merkst du gar nicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich solche Arenas hasse? Aber ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Brücke. Habe ich die jetzt automatisch freigeschaltet? Als neuer Platz? Alter! Isaac, ich sehe mir gerade die Kanonen an. Die sind im Arsch. Na super. Ich brauche Hilfe. Ich will die Ishimura nicht verlieren. Ach, das sind Credits. Ich dachte gerade, was ist das denn? Ich habe das Bild hier eben gar nicht gesehen. Hui. Surprise, Motherfucker! Ach, das ist dieser Raum hier. Hallo. Mann, bist du hübsch. Ach, das ist jetzt schon dieser Raum hier. Ich dachte schon, diese Fenster kommen mir irgendwie bekannt vor. Komm, was du nicht sagst. Oh Gott. Oh ja. Schieß! Hat er schon nachgeladen, ja. Der erste Dicke. Ui, ui, ui. Ein Textlock, alles klar. Irgendwo rennt einer mit einer Geige rum. Ja, der läuft immer genau hinter mir her. Der ist immer hinter mir, weißt du, so wie die Kamera. Und immer wenn ich mich drehe, dreht er sich mit. Weißt du, so wie bei dieser... Oh, guck mal, das ist dieser Raum mit dem, mit den Easter Eggs. Ja, ja. Eine Cardboard-Folge von Elden Ring mit der Kamera, falls du die gesehen hast. Wo immer der Kameramann und das Mikro hinten dran ist. Genau so ist das hier auch. Da ist immer einer mit einer Geige hinten dran noch mit. Hallo. Ja, du bist auf der anderen Seite. Kann mir im Grunde eigentlich wurscht sein. Zumindest noch. Kann ich denn... Aha! Ach komm. Ich geh mal kurz, ne? Du Sauhund. Sauhund. Diagnosen durchführen. Ich glaube, das Zeug breitet sich aus. Sehr lecker. Es riecht sehr gut, es sieht sehr gut aus und bestimmt schmeckt es auch sehr gut. Also, liebe Kinder, wenn ihr sowas mal seht, leckt einfach mal dran. Das ist bestimmt sehr gesund. Klar, verrottetes Fleisch ist immer gesund. Ja, klar. Ich höre euch. Komm, put, put, put. Na? Schätzelein, ich habe noch eine Stunde Zeit. Hi! Oha! Alter, was für eine Gigaknarre einfach. Ich auf den Bauch. Zu spät. Das war Reflex. Ja. Shit. Ah nein, ich hab so ein Viech an mir. Weg. Tu was, Alter. Witcher kommt. Das gefällt mir auch nicht. Kali... Bitte was? Hab ich gerade richtig... Kalibriere 3 AAS-Kanonen? 3? What? Ich will speichern. Ich habe Angst.
Ja, ja, wenn man so an die alten AAS-Kanonen denkt, oh, und dann ja gleich released, dass es drei sind, denkt man sich auch, nein. Ja, aber wenn da eine, wenn man bedenkt, ne, die eine AAS-Kanone im Original zu bedienen, war schon die Hölle pur. Da habe ich mehrere Anläufe jedes Mal gebraucht. Und der Gedanke daran, drei davon zu steuern, oh, aber hat's toll. Ja, total. Aber hat sich ja dann am Ende doch ganz anders rausgestellt, als, als man erwartet hat. Ja, zum Glück. Ja. Ja gut, Fazit. Fand ich super. Gefiel mir. Wie ging's bei euch? Ja, waren lustige Momente bei. Es war auch so ein paar zwischendrin, die jetzt, wo ich jetzt dachte, ja gut, warum sind die jetzt mit drin? Aber Humor ist ja bekanntlich auch immer genau bei jedem anders, von daher. Eben. Genau, und man muss aber ja nicht. Die Effekte zwischenzeitlich, die waren schon ganz echt geil. Ja. Und man muss ja nicht im komplett die 8 Minuten oder so zugebombt werden mit irgendwelchen Specials und von daher ist das eigentlich ganz cool, dann so neben oder so zwischendurch mal so ein, zwei Sequenzen zu haben, wo nicht ganz so viel passiert. Finde ich eigentlich ganz genau. Okay. Ja, ja, gut. So, dann lieber Nemasuk, hast du gut gemacht, darfst du gerne weitermachen. Genau. Däumchen hoch. Was? Däumchen hoch. Däumchen hoch, genau. Ja, das, da muss ich diesmal dran denken, das habe ich bisher immer vergessen. Ja, ja. Entschuldigung, das mache ich nicht mit Absicht. Ich dir so viel Mühe, weißt du, und du, ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Typ, der Videos liked. Ich vergesse das einfach immer. Ja, siehst du? Wie kannst du nur? Genau. Da weißt du nicht mehr, was du sagen sollst, ne? Servus. Ja, servus. Hi. Ich esse lieber einen Chip. Ja, oh, ich will auch Chips. Ich hab aber keine mehr. Gut, ja, dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen, euch danke ich fürs Dabeisein und wir sehen uns dann im nächsten React wieder, ne? Also, tschüss.